Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, da bin ich wieder. Ich habe wirklich absolut gar nichts gemacht in den letzten Wochen. Absolut nichts. Ich habe weder irgendwelche Hobbys gehabt, noch habe ich Freunde gesehen, noch habe ich Aufträge gemacht. Nicht mal Aufträge und so gut wie gar keine Fotos bearbeitet. Also ich habe sowas von absolut gar nichts gemacht. Der Grund dafür haben wir viele sicherlich mitbekommen. Das war meine Prüfung. Ja, meine Prüfung habe ich erfolgreich bestanden. Woohoo! Ja. Ja, es war am Ende echt total ganz schön heikel. Ich will gar nicht mehr darüber reden. Also wirklich, wir waren am Ende alle so fertig und hätten wir hier ein bisschen höchstens ausrasten können oder heulen können oder beides nacheinander. Ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, es wurde am Ende so stressig, weil man hat halt nur diese eine Chance und danach muss man halt das Ganze nochmal machen. Also sprich, neues Thema, neue Sachen, 3 Monate, naja, das wollte keiner. Und es war halt einfach so stressig, weil wir mussten das Ganze drucken lassen. Und ihr wisst ja, das muss halt rechtzeitig in den Druck gegeben werden, damit es rechtzeitig zur Präsentation fertig ist. Und dann haben wir noch eine Woche vorher so Dinge erfahren, die wir eigentlich viel früher erfahren hätten müssen. Ich weiß, dass viele Dozenten meine Videos gucken. Was soll denn das? Naja, jetzt vielleicht nicht mehr. Hoffentlich. Hört auf damit. Und auf jeden Fall haben wir erst kurz vorher erfahren, dass wir eine Mappe mit all unseren Arbeiten machen müssen. Aber angeblich hätten wir das wissen müssen. Keiner wusste das. Jetzt Hand aufs Herz. Keiner wusste das. Keiner hat das mitbekommen, dass so eine Mappe, diese Mappe, ein Drittel der Noten ausmacht, also das Ergebnis ausmacht. Das wusste keiner. Wir haben das in den letzten Jahren nicht mitbekommen. Nein, haben wir nicht. Wirklich nicht. Und naja, sagen wir mal so, eine Woche vorher hat jeder was anderes geplant mit seinem ganzen, mit seiner Arbeit zu machen, sprich den Vortrag zu machen, die PowerPoint-Präsentation, also nicht PowerPoint, aber ne, die PDF fertig zu machen. Und dann erfahren wir noch, dass wir eine Mappe zusammenbasteln müssen und wir nur so, what? Erst waren wir so geschockt, dass wir nicht drauf reagieren können und dann sind wir dran verzweifelt. Und wir wussten das wirklich nicht. Das hätte man uns nämlich früher sagen sollen. Naja, egal. Wir haben es letztendlich dann doch alle geschafft, aber es war wirklich sehr stressig die letzten Tage. Wir waren so, es war ein Hoch und ein Tief und ein Hoch und ein Tief und manchmal hat man nichts mehr geschafft und manchmal hat man echt die ganze Nacht gearbeitet oder nicht die ganze Nacht, aber viele Stunden. Und ja, ihr habt ja sicherlich gesehen, ich habe auf Instagram so ein Bild gepostet von meiner Zeitschrift und ihr alle so, wow, wo gibt's die? Und warum hast du eine eigene Zeitschrift? Und ich fand das irgendwie voll süß, weil manche echt serious gedacht haben, dass ich eine Zeitschrift gemacht habe. Und das fand ich ja schon ein bisschen cool, dass ihr mir das auch so einfach zutraut. Und ja, das war halt meine Prüfungsaufgabe, das habe ich ja auch öfters mal erwähnt, aber jeder guckt ja nicht jedes Video, also ist egal. Ich habe eine Zeitschrift gemacht, das habt ihr ja schon gesehen. Ich muss jetzt einfach mal die Kamera etwas dunkler machen. So, so jetzt habe ich die Kamera ein bisschen dunkler gemacht, jetzt seht ihr mich nicht so gut, aber dafür die Zeitschrift besser. Ja, ich habe eine Zeitschrift gemacht, ihr seht, die ist ganz schön dick, die ist gar nicht mal so, ne? Dünn. Und ja, das ist eine 48-seitige Zeitschrift, die ich gemacht habe. Das war halt, wie gesagt, meine Prüfungsaufgabe, die ich mir selber gestellt habe und die ich dann gemacht habe. Ihr seht, ich habe ein bisschen mit Fotos gearbeitet und eigentlich im Prinzip ist alles selber gemacht. Also natürlich habe ich die Schrift nicht selber erfunden, ne? Und die Texte habe ich auch aus dem Internet, aber ansonsten, ich werde mal gucken, weil mir irgendwas auffällt. Im Prinzip ist es alles von mir. Was nicht von mir ist, werde ich euch dann gleich mal sagen. Ja, ich hatte also zum Thema eine Zeitschrift zu machen. Ich will gar nicht irgendwie darüber reden. Ich bin so froh, dass es vorbei ist. Und ich habe mir eine saisonale Zeitschrift ausgedacht, die halt 4-mal im Jahr erscheint, zu den 4 Jahreszeiten. Das ist jetzt die Herbstausgabe, das ist quasi die nächste Ausgabe. Und habe halt die Besonderheit an dieser Zeitschrift ist halt, dass sie halt von vorn bis hinten komplett illustriert ist oder gestaltet wurde. Und ihr kennt ja, es gibt ja diese Art von Zeitschrift ganz schön oft auf dem Markt. Die Brigitte, die Maxi, was auch immer. Und das ist halt sowas ähnliches, vom Inhalt her gleich, allerdings halt komplett anders gestaltet. Mehr oder weniger. Ja, gut, wir fangen hier mal an. Ich habe ein paar Anzeigen reingesetzt und ja, hier ist ein kleines Editorial mit mir als Redakteurin. Und ja,
Dann geht's auch schon weiter. Wieder eine Anzeige, Inhaltsverzeichnis. Und ja, diese Zeitschrift hat ein bisschen anderen Ziel, wieder Anzeige, aber jetzt geht's weiter. So, erster Artikel ist so ein bisschen, das sieht man ein bisschen schlecht. Warum wird man eigentlich dick? Das ist halt so eine Abnehm-, Ernährungs- und Fitness-Zeitschrift, um das mal ganz kurz zu sagen. Ich hätte euch jetzt auch meinen Vortrag sagen können, aber nein, danke. Und dann geht's hier so ein bisschen los mit so einem Aufmacher. Jetzt schaffe ich es. Habt ihr ja so ein bisschen kurz gesehen in Instagram. Und dann geht so ein bisschen ums Abnehmen. Blätter jetzt einfach mal schnell durch, weil ich glaube, es ist jetzt schon fast eine Woche, über eine Woche her. Ja, eine Woche ist das Ganze jetzt her. Erst. Und ja, genau. Und ja, irgendwie hat man irgendwie keinen Bock mehr. So. Das habe ich jetzt einfach alles selber gemacht, den Hintergrund und die Schrift gesetzt. Und oh, ich konnte das eigentlich gar nicht alles so richtig. Wir hatten das nur kurz als Thema, so sechswöchiges Thema. Und dann musste ich das nochmal so ein bisschen mehr verinnerlichen, wie ich irgendwie das Ganze hier mache, dass ich nicht 1000 Schriften verwenden darf, wie ich die Lesbarkeit mache und was ich da alles ausprobieren kann. Da musste ich mir ein Raster anlegen in InDesign und. Es war auf jeden Fall auch ein Lernprozess. Hätte ich das alles ein bisschen vorher gewusst, also was ich jetzt weiß, hätte ich vor 3 Monaten gewusst, dann wäre ich auch, dann wäre die Zeitschrift auch besser geworden, dann hätte ich mehr Ideen reinbringen können. Aber ich habe halt ein bisschen dabei gelernt und deswegen, ja. Naja, aber ich bin dann doch ganz zufrieden, weil wie gesagt, vor 3 Monaten hätte ich das nicht gekonnt und habe das halt quasi noch zusätzlich in der Prüfungszeit gelernt und das, da kann man ja, das ist schon wieder hell, dunkel, wie auch immer. So, Anzeige. Ja, Fotos habe ich jetzt nicht selber gemacht, also die hier, bis auf die Cover und der Sportteil, der da noch kommt. Und ansonsten habe ich das alles hier selber gemacht und aber wirklich das Hauptaugenmerk lag die ganze Zeit am Layout. Die Schrift hier, das sind alles so eine Kästchen, müsst ihr euch vorstellen in diesem Programm. Und die rückst du hoch, dann rückst du wieder runter, dann musst du wieder den ganzen gleichen Zeilenabstand zwischen dem hier, muss auf jeder Seite gleich sein, wenn du den plötzlich so bestimmst. Oder das muss alles gleich sein. Ich meine, viele Sachen kann man schon, ja, wie heißt das? Wie heißt das? Voreinstellen, so dass immer das hier oben auftritt, aber das hat sich auch geändert 1000 Mal. Das hat sich 3 oder 4 Mal an einer anderen Position. Erst war es hier ganz groß mit so einem Balken, dann habe ich es weggenommen, dann habe ich die Schrift verändert, dann war es hier und ach, das hat sich alles mega verändert jedes Mal. Und ja, das sind auch Fotos, die ich gemacht habe. Und ja, vielleicht wollen sich das vielleicht manche in Ruhe angucken, aber eigentlich gibt es da nicht so viel zu gucken. Ja, dann habe ich noch von den anderen Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst habt ihr gesehen und Winter. Das sind die Cover. Ja, und das war meine Prüfungsaufgabe. Dafür hatte ich 3 Monate Zeit. Wie gesagt, es war ein Lernprozess, das Ganze zu machen. Ich musste mir halt die Themen raussuchen, viele Sachen wieder rausschmeißen und ja, boah, das war halt... Oh, ich muss mich mal wieder heller stellen. Ja, das war auf jeden Fall etwas, was sehr lang gedauert hat, alles. Ja, es sieht jetzt im Nachhinein gar nicht so viel aus, aber doch, es war schon vor allem wirklich... Ich habe ja so viel noch dazugelernt und da musste man die ganze Zeit was korrigieren und wie gesagt, die Mappe noch machen und wow. Am Ende hatten wir dann vor einer 8-personigen Prüfungskommission 8, was soll denn das, an diesen Prüfungen. Und ich war die Erste. Und das war auch so eine witzige Geschichte. Wir haben ja immer um 9 Uhr Unterricht. Immer um 9 Uhr. Wirklich immer. Wir hatten um 9 Uhr auch die Prüfungs-, wir hatten um 9 Uhr auch die Generalprobe. Wir hatten auch um 9 sonstige Termine, halt Konsultationen. Es fing immer alles ab 9 an. Immer. Die Schule beginnt zwar ab 8, also für andere jetzt zum Beispiel auch, aber wir hatten schon seit 2 Jahren nur noch Sachen ab 9. Ab 9. So. Und dann hatte ich Prüfung und war die Erste, wegen meinem tollen Nachnamen, den ich jetzt nicht nenne. Auf jeden Fall war ich die Erste und ich dachte auf jeden Fall, ich bin ja echt jemand, der oft zu spät kommt. Wirklich oft. Aber nicht, weil ich weiß auch nicht, ich bin immer so, ach, jetzt
habe ich noch irgendwie eine halbe Stunde, jetzt könnte ich doch noch was machen. Und dann mache ich das und vergesse aber die Zeit zum Anziehen und Losgehen zu berechnen und ja, komme dann zu spät. Naja, und auf jeden Fall dachte ich so, okay, ich komme früher, also ich komme auf jeden Fall früher. Ich habe geplant, so um 8 zu kommen, aber bin dann halt um 8.20 Uhr da gewesen, 8.20 Uhr und habe mir ein Brötchen mitgenommen, habe das dann gegessen und die anderen waren alle schon da, dabei war ich die Erste, ne? Und ich dachte so, okay, ja, wenn die schon da sind, da ist ja eh nichts Besonderes. Ich bin immer die Erste, die Letzte. Naja, öfters, nicht immer, aber ich bin, ja, egal. Naja, und dann habe ich ein Brötchen gegessen und dann dachte ich mir so, oh, ich kann ja gleich in den Raum schon mal alle Sachen hinlegen. Jetzt so Mappe und sowas und schon ein paar Acrylbilder habe ich dann auch noch so hingestellt. Weil das sind ja halt, wie gesagt, die Arbeiten, die man in den 3 Jahren gemacht hat, die sollte man eben in dieser Mappe nochmal präsentieren. Und dann dachte ich so, ja, mache ich mal gleich, gehe dann gleich mal in Ruhe rüber. Haben mit den anderen ganz kurz geredet. Und dann, so 10 Minuten später, habe ich ein Brötchen auch gegessen. Ja, kommt der Schulleiter rein. Ja, Sandra, wir können loslegen. Was? Da ich so, was? Wie jetzt loslegen? Und dann, ich hatte noch gar nicht probiert auf dem Mac, ob meine PDF funktioniert. Das habe ich noch gar nicht probiert, weil ich weiß, ihr kennt ja Technik. Die funktioniert immer dann, wenn man sie braucht, nicht. Und dann dachte ich so, scheiße. Und dann komme ich da rein und alle sitzen da schon. Und dann, ich hatte richtig Schiss die Tage davor. Und bei der Generalprobe habe ich so wenig geschlafen gehabt, dass ich sowas von dem Blackout hatte und überhaupt nicht sprechen konnte. Ich habe da gar nichts rausgebracht. Und das war aber nicht so schlimm, aber letztendlich dachte ich nur so, scheiße, was ist, wenn ich... Und ich habe den Vortrag, diesen Vortrag, den ich da geschrieben, also mir ausgedacht habe, den habe ich noch so stockend gemacht und ich dachte nur so, höchstens du verkackst ihn ganz oder du kannst es plötzlich. Und dann war ich halt, ich konnte irgendwie nicht mehr aufgeregt sein und dann habe ich es halt nicht verkackt, sondern konnte halt sprechen zu dem Zeitpunkt. Und dann erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass es offiziell war, dass ich um 8.30 Uhr hätte rankommen sollen und ich das nicht mitbekommen habe. Und ich komme so 10 Minuten vor der Prüfung erst an, so ja, lala. Und ja, also eigentlich hatte ich es echt gut, weil ihr kennt das ja, die letzten paar Minuten macht man sich ja so richtig nervös und die hatte ich nicht, weil ich einfach verpennt habe. In dem Sinne, dass ich um die Zeit dran bin, ja. Oh Gott, das war jetzt so meine Prüfung. Jetzt habe ich quasi mein Studium abgeschlossen an dieser privaten DA. Ja, für viele Fragen stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das an so einer privaten Uni, oder privaten Akademie oder an anderen Schulen? Ja, ich weiß es nicht so recht. Also ich habe schon eine Menge gelernt. Aber das ist sowieso so eine Sache in der Kunst, höchstens du kannst das oder du kannst das nicht. Das ist halt nicht so, dass du 1:1 alles lernst und dann bist du Profi darin und kannst daran arbeiten. Nee, es ist, liegt halt in dir an dir selber. Du kannst es theoretisch auch mit Photoshop, also mit Tutorials im Internet selber lernen, wenn du so fleißig bist. Und weil... Wenn du dich wirklich bei so einer Firma bewerben willst, dann zählt halt deine Mappe und nicht unbedingt dein Abschluss. Ob du jetzt da einen Master hast oder gar nichts oder zum Beispiel selbstständig werden willst, dann zählt halt wirklich in erster Linie, dass du das einfach kannst und dass den Leuten das gefällt. Es gibt so viele Fotografen, die Fotografie absolut nicht gelernt haben, nur selber. Und die das jetzt selbstständig, die sind jetzt selbstständig und machen das und... Ja, ich weiß es nicht. Es wird sich halt jetzt in den Jahren zeigen, ob sich das jetzt gelohnt hat. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich jetzt wirklich nochmal Kommunikationsdesign nochmal studiere, also richtig an der Uni mit Bachelor. Weil der Bachelor ist halt auch nur so ein Zettel. Und das, was du kannst, ist, ne, musst du halt können. Ist ja nicht so wie beim Arzt. Beim Arzt musst du nochmal studieren. Und du wirst auch nicht Arzt, nur weil du dir 10.000 Medizinbücher durchgelesen hast, sondern weil du es wirklich studieren musstest und so. Also so wie auch bei anderen Berufen manchmal. Aber in der Kunst und auch bei der Musik oder so ist es halt wirklich so, dass es viel von dir und deinem eigenen Können abhängt. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in meine Prüfung ja, interessiert. Ich bin froh, dass ich die jetzt erstmal nicht mehr angucken will. Ganz ehrlich, eine Woche nicht angucken, man will das Ding nicht mehr sehen. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.